Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde World of Warcraft mit meinem Paladin. So, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört und haben die ganze Crew hier befreit. Und jetzt holen wir uns mal die neuen Quests ab. Erstmal bei Molch. Hi. Was braucht ihr, Kollege? Hamstern und Helen. Unsere Schiffe wurden versenkt und unser Armort ist zerstört. Wir haben auf dieser Mission riesige Verluste gemacht. Und das Bilk-Wasserkartell bietet für sowas keine Versicherung an. Die Schuldeneintreiber werden uns ins Genick steigen. Wir müssen diese Verluste ausgleichen. Am Strand wimmelt es von Naga, die Artefakte aus den Ruinen zu bergen versuchen. Wie wäre es, wenn wir uns einen Teil dieser Schätze schnappen und unsere Verluste gut zu machen? Wir finden bestimmt einen Käufer, der sie uns abnimmt. Bitte, wir teilen uns den Gewinn. 80 zu 20 klingt doch fair. Sammelt 20 uralte Relikte. 80-20. Nur 80%? Ihr könnt noch viel höher gehen. Wo ist denn eure Gier? Ach, 80% ist eine Menge. Warum übertreiben und den Deal aufs Spiel setzen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Junge, Junge, ihr müsst echt mal mehr wetten. Ticker. Ab die Post. Kein Plan B. Hört mal, ich will ehrlich sein. Unser Mech, der Amort, war der beste, den wir je gebaut haben. Er war beweglich, hatte Wumms und so einen gibt es kein zweites Mal. Was ich damit sagen will, ohne ihn ist unser ganzer Plan ruiniert. Wir müssen ihn bergen und neu aufbauen. Dieser Riesentrampel von einem Meeresriesen hat den Amort zerstört und die Teile an der ganzen Küste verstreut. Sucht die Teile, dann versuchen wir ihn wieder aufzubauen. Findet die Teile des Amort. Ja, ja. Passt schon. Okay, der sagt nicht viel. Und Flick? Kopf der Schlange. Als ich das Gebiet ausgekundschaftet habe, habe ich einen großen, gepanzerten Nager gesehen, der den Rest der Schlangen befehligt. Ich will ja keine wilden Behauptungen aufstellen, aber das wird wohl der Anführer sein. Solange die Nager einen Kommandanten haben, sind unsere Einsätze hier in Gefahr. Schaltet ihn aus. Tötet Lord Sleetin am zertrümmerten Übergang. Zu viel als nicht genug. So, habe ich alle Quests? Jawohl. Dann wollen wir mal. Freche Biester, ey. Ich dir irgendwas? Nö. Na gut, wir sollen Nager töten, Teile sammeln. Genau, Relikte. Ja, fangen wir mal an. Das sind ja jetzt hier die anderen. Komm, Uschi. Gib mir einfach dein Relikt. Jawoll. Haben wir die ersten drei. Oh Gott, jetzt kommt der Krebs auch wieder dazu. Nee, hab ich nicht erwischt. Jetzt erwischt ihn aber. Das war klar. Das war so klar, dass ich den jetzt erwische. Egal. So, und die nächste Uschi. Komm mal her. Euer Fleisch wird die Kräfte und Kosten der Bewohner. Alter, Mädels, könnt ihr einer nach dem anderen reden? Nee, jetzt braucht ihr auch nicht mehr reden. Jetzt einfach nur hinlegen. Tu dich einfach hinlegen. Alles gut. Vier Stück von zweien? Das ist noch nicht viel. Naja, werden wir es schon hinkriegen. So, dann gucken wir mal. Wir sollen ja die Teile von diesem Computer, den die da hatten, auch noch mit besorgen. So, das Raketenteil habe ich nicht mehr. Schade. So, komm her, du. Jawohl. Immer drauf. So. 15 haben wir schon. Ein bisschen brauchen wir noch. Jawohl, komm. Die Flut geht zurück. Und wieder was Grünes. Wenn ich VZler wäre, würde ich mich freuen. Leider ist... ja doch, auf Allianz-Seite mein Priester und auf Bordenseite mein Priester. Da bin ich sehr einfallsreich gewesen, oder? So, da ist der Große. Den brauchen wir auf jeden Fall auch.
So, aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal da vorne das erste Teil. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil hier sind ja so viele Nager. Euer Fleisch, ja. Die Kreaturen der Tiefe mehr. So. Gehen wir erstmal den. Jetzt steht sie total weit draußen. Komm, Uschi. Krebsi, bleib da hinten, ich freu dich. Slow-Mo. Das ist hier die Schaltzentrale wahrscheinlich, ne? So, wir schleichen jetzt auf der Seite rüber. Da ja, ich meine, da sind auch jede Menge. Oh, da sind auch zwei, ne? Ja. Aber das sind Mädels, also Casterinnen. Die gehen meistens schneller down wie die anderen. So, wenn man gerade casten kann. Oder schlagen kann. Hui! Uschi! Warte mal, wir haben noch Essen in der Tasche. Ich hau mir jetzt erstmal das Kleine rein. Na? Bleib schon weg. Lass mich eben essen. Und looten. So. Holen wir uns gleich erst die Wache. Und dann machen wir den da. Und dann gehen wir nach rechts und holen uns das Teil, was da liegt. Eins liegt der hier vorne irgendwo. Wo? Oh. Ach nee, das ist die Markierung für ihn. So, die spotte ich mal ran. Schussmechanismus. Ah, okay. Okay, okay, okay. Komm. Stirb einfach. Ich hab keine Zeit. So ein Gehampel hier. So, jetzt holen wir den nach. Komm her. Diese Schätze gehören den Faulschuppen. Ja. Sturzflut. Wir müssen halt aufpassen, dass er uns nicht in die Mobgruppen reinfiert. So, jetzt bist du ein bisschen verlangsamt. Das ist auch schon mal gut. So, nochmal. Zack. Nochmal. Da liegt er. So. Gerade bis 4. Ich will ja nicht alle haben. Da hinten ist das Ding. Oh, jetzt kommt die von rechts auch noch, oder? Ja, komm her. Dann machen wir dich zuerst. Dann machen wir die Ladies hier rechts neben der Kanone. Noch. Ich kann gar nicht schlagen. Ui. Hat das doch noch geschafft, mich hier mal hochzuschmeißen. In den Abgrund mit euch. Ja, in den Abgrund. Nicht. Ja, die fallen ja, die Mädels fallen ja schnell. Das finde ich immer gut. Die sind früher schon schnell gefallen. Die Casterin. Komm her. Vielleicht die nächste. Das Elementar ist ein bisschen hartnäckiger, ne? Oh, warum habe ich denn jetzt Hand auf Link gezündet? Wah, wah, wah. Oh, jetzt haben wir davon. Oh, die gehen, glaube ich, auch schnell. Ja, die gehen schnell, guck mal. Nummer 1. Nummer 2 liegt auch gleich. Jawohl. Da haben wir's. Shit. Hand auflegen. CD. So. Haben wir den. Oh, ich glaube, ich kämpfe mich lieber hinten rum. Was habe ich da? Postmeister? Ach nee, das ist der Haustierkampftrainer da. Schock ist der im Trübsumpf steht. Da kriegt er immer Nachrichten. Ich habe mich am Anfang immer gewundert, was ist denn das bitte? Bis ich dann gemerkt habe, dass es Haustierkampf ist. Und da liegt noch ein Teil. Und dann können wir eigentlich schon wieder in die Base zurück.
Na, ein bisschen durchkämpfen werden wir uns wahrscheinlich noch müssen. Sonst triggern wir, glaube ich, viel zu viele Mobs. So, zack. Hier ein paar. So, hier haben wir die Ladies. Erste liegt schon. Zweite war ich auch. So. Jawohl. Machen wir den noch. Dass wir hier einmal wieder rauskommen. Eventuell müssen wir die da auch noch töten. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, einmal heilen. Dann müssen wir mal eben gucken, wie fahren wir jetzt am besten, damit wir hier nicht alles triggern. Bisschen so, wa? Jo. Jawohl, da haben wir es schon. Hier, ihr wolltet ja die Teile haben, ne? Ich bin kampfbereit. Ihr habt offenbar alles oder zumindest haben wir die wichtigen Teile. Jetzt haben wir eine Menge Reparaturarbeit vor uns. Hau rein. Okay. An die Arbeit. Level up. Stufe 118. Kann's losgehen? Hier, du wolltest Relikte haben. Bitteschön. Und jetzt Flick. Gute Arbeit. Hier. So. So, Einsatzbeurteilung. Wir haben den Armort wieder zusammenbekommen. Er ist ein gutes Stück. Muss aber optimiert werden. Wir wollen ja nicht, dass wir nachher eine Ladung Schrapnell im Hinterteil haben. Zum Glück für uns gibt es außen, außer dem Riesen, der ihn überhaupt erst zerstört hat, auch noch Nagerlager, die eigene, sich hervorragend für Zielübungen. Wir setzen den Armort vor dem Gebäude hier ein. Danach könnt ihr ihn besetzen. Ihr feuert einige Seifen ab, während ich seine Kanone anpasse. Das wird schon alles. Oder eben nicht. Verwendet den Armort, um die Nagerlager zu zerstören und Kobatan zu besiegen. Mach wahr. Ich liebe es. Okay, Team. Los geht's. 50.000 Goldstücke für denjenigen, der als erstes am Einsatzort ankommt. Ja. Alles fertig. Kann losgehen. Einfach aufsitzen. So. Jetzt zwingen wir mal da rein. Erstmal müssen wir die Präzision der Kanone prüfen. Und wenn wir schon dabei sind, warum nicht gleichzeitig diese Naga loswerden? Jawohl, 40 Stück müssen wir töten. Hey, Vorsicht! Sie feuern auf unsere Position! Schaltet sie mit Splitterschüssen aus! Machen wir! Da kommt ein Riese! Hey, ist das nicht der Typ, der unser Boot kaputt gemacht hat? Rache ist Blutwurst! Ich hab genau das Richtige dafür! Zeigen wir es ihm! Ja, der ist schon down. Was gibt's Neues? Hervorragende Arbeit. Der Armut braucht noch ein paar geringfügige Anpassungen, aber damit kommen wir schon klar. Ach du, jetzt gut geschossen. Ja, danke. Den nicht, aber hier haben wir noch eine schöne Rose. 281. Jawoll. So. Dann haben wir einsatzbereit. Es wird eine Weile dauern, dieses Kanonengestell aufzubauen. Wer hätte gedacht, dass große Teile so schwer zu heben sind. Schaut ihr doch in der Zwischenzeit nochmal bei euren Freunden vorbei. Stellt sicher, dass bei denen alles bereit ist. Ich würde mit dieser Kanone ungern in einen weiteren Hinterhalt geraten, nur weil die nicht vorbereitet sind. Reist zum Trübsumpf und sprecht mit Prinzessin Talanji. Alles klar. Ihr könnt meine Rakete nehmen, um zu eurer Basis zurückzukehren. Das geht nur in eine Richtung. Also zündet sie erst, wenn ihr wirklich bereit seid. Alles klar. Dann nehmen wir mal die Rakete zum Trübsumpf. Lasst uns von hier verschwinden. So. Alles klar. Haben wir nochmal ein schönes Bild. So. Jawohl. Und bam. Gelandet.
So, meine Lieben, ich würde aber sagen, bevor wir da vorne hingehen, weil die fangen nämlich direkt an zu quatschen, wenn wir da sind, werden wir einmal Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit Prinzessin Talanji in die Schlacht ziehen. Vermutlich, ich glaube, es kommt jetzt, ja. Also, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.